Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Es ist schon so lange her, dass ich ein neues Video hochgeladen habe und es tut mir auch echt leid. Aber ich bin nun wieder zurück und mehr dazu erzähle ich euch auch noch. Auf jeden Fall wollte ich mich in diesem Video einmal ein bisschen um ein paar Pflanzen kümmern. Dazu muss ich aber einmal zu meinem Regal und ein paar Pflanzen einsammeln. Hier könnt ihr einmal meine Ceratostema zamorana sehen. Die treibt hier oben neu aus. Hier habt ihr einmal einen kleinen Einblick in mein Regal. Da hinten ist eine Fenestratarum. Die Fleischis nehme ich hier gleich raus. Dann sind hier noch ein paar Phyllanthus, meine Platycerium und ein paar Hojas und Orchideen. Auf jeden Fall eine schöne bunte Mischung und Kodamas dürfen in meinem Regal natürlich auch nicht fehlen. So, dann nehme ich mir einmal die Dionea-Schale hier raus. Die wollte ich einmal ausputzen. Die Hopertie muss auch noch raus, da ich sonst nicht an die Corybas rankomme. Denn die Icarinatus muss ich definitiv runterschneiden, beziehungsweise das Spagnummus da drin. Und hier hinten ist einmal meine Pictus, die blüht gerade noch. Das ist die zweite Blüte, die sie jetzt hat. Ich nehme einmal den Deckel ab, damit ihr sie besser sehen könnt. Hier könnt ihr die Blüte einmal besser sehen. Sie ist wirklich wunderschön. Und hier ist einmal meine Icarinatus. Da muss ich definitiv das Sphagnummus runterschneiden, weil das viel zu hoch gewachsen ist. Dann habe ich hier einmal meine Schüssel und da sammle ich einmal ein paar Tillandsien ein, um die zu baden. So, ich habe hier einmal provisorisch eine Tischplatte hingelegt. Normalerweise arbeite ich nämlich auf dem Boden. Da ist es natürlich eher schlechter zu filmen, deshalb einmal diese Tischplatte hier. Und anfangen tue ich einmal mit den Dioneas. Ich habe mir einmal eine rausgesucht, hier könnt ihr sie sehen. Und da sind so kleine schwarze Fallen mit dabei und die werde ich jetzt einmal mit der Schere entfernen. In der Regel gehen die Meinungen auseinander, ob man die dran lässt oder entfernt. Aber ich entferne sie meistens. Ich nenne das immer meine Dioneas ausputzen. Einerseits, weil ich natürlich möchte, dass genug Luft und auch Licht an die Erdoberfläche kommt und an die Pflanze selber. Und andererseits natürlich auch, weil es schöner aussieht. Dazu benutze ich einmal eine kleine Schere, wie ihr hier sehen könnt. Die ist natürlich sauber und wenn ich die Dioneas wechsle, mache ich die auch zwischendurch sauber, damit sich keine Krankheiten oder Bakterien übertragen können, falls da was vorhanden sein sollte. Und falls ihr euch wundert, warum meine Dioneas jetzt schon quasi aus der Winterruhe raus sind, das liegt daran, dass der Dachboden bei mir einen Sturmschaden hatte. Es war nach dem letzten Video, also dem Holländerbesuch, war das tatsächlich so, dass ich dann halt eifrig nach oben gegangen bin auf meinen Dachboden, wo ich meine ganzen Weihnachtssachen habe, weil ich für Weihnachten dekorieren wollte und musste dann feststellen, dass ein Sturmschaden vorhanden war und das hat tatsächlich 2 Monate lang gedauert, bis der behoben war, also von November bis Januar. Mein Vermieter bzw. meine Vermietergesellschaft hat sich da sehr lange Zeit gelassen, was eigentlich gar nicht geht. Deswegen habe ich mich unter anderem auch selber mit drum gekümmert. Und da es auf dem Dachboden natürlich super kalt gewesen ist, musste ich meine Dioneas runterholen in meine Wohnung. Und wie ihr ja wisst, habe ich nur eine Einzimmerwohnung. Und dementsprechend war halt 2,5 Monate lang alles voller Weihnachtskartons. Und halt auch meinen Dioneas. Also ich habe so um die 40 verschiedene Arten bzw. Kreuzungen. Ich mag Fleischis ja super gerne. Und falls ihr neu seid, Fleischis ist mein Spitzname für alle meine Karnivorenpflanzen. Und auf jeden Fall bringen die mir ganz viel Freude und Spaß. Falls ihr auch eure Dioneas ausputzen wollt, ich benutze
die Schere quasi manchmal als Pinzette und manchmal als Schere. Und solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr die Fallen nicht auslöst, denn das ist natürlich extrem kräftezehrend für die Pflanze. Auf jeden Fall finde ich das immer eine super angenehme Arbeit, die Dionäas auszuputzen. Und falls ihr die zuppeln solltet, solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr das Rhizom nicht verletzt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so gerne fleischfressende Pflanzen mögt. Und falls ihr euch nicht so gut auskennt, eigentlich benötigen halt Dionäas eine Winterruhe. Da zieht sich in der Regel der obere Teil der Pflanze fast komplett zurück und treibt dann im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird und genug Licht da ist, neu aus. Das musste ich halt bei meinen Dionäas dieses Jahr unterbrechen. Ich hoffe, es stört sie nicht allzu sehr. Bisher haben es aber alle gut mitgemacht und alle sind noch putzmunter und am Leben. So, mit der bin ich nun einmal fertig. Ihr könnt ihr sie einmal sehen. Auf jeden Fall ist sie nun wieder sauber und ich habe hier halt ein paar der Fallen entfernt, die halt schon schwarz gewesen sind und auch ein bisschen Erde abgetragen, die so ein bisschen, ich weiß nicht, mulchig aussah. Und dann mache ich einmal meine Schere sauber und dann geht es weiter mit der nächsten Dionäa. Hier ist einmal die nächste, ich zeige sie euch einmal. Die werde ich jetzt auch ausputzen mit der gesäuberten Schere. Es war überhaupt nicht geplant, so lange keine Videos zu machen, aber es kam halt eins zum anderen. Also erst war halt der Sturmschaden, dann ging es mir psychisch nicht so gut, weil der Geburtstag meiner verstorbenen Cousine am 9. Dezember war. Da hatte ich dann halt auch ordentlich dran zu knabbern, weil wenn man sich halt normalerweise jeden Tag geschrieben hat und einfach gar nichts mehr da ist und man weiß, man wird diesen Menschen auch nie wiedersehen, ist das halt einfach. Ja, ich glaube, jeder Mensch, der einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und dann war ich halt auch viel damit beschäftigt, den Dachboden wieder einigermaßen in Ordnung zu bekommen. Dann ging es mir gesundheitlich nicht gut und das ziemlich lange. Und ich konnte mich dann auch im Dezember nicht wirklich um meine Pflanzen kümmern, weil ich auch nicht zu Hause war. Irgendwie war es halt nicht schön. Es soll jetzt halt kein Rumjammern sein, sondern einfach nur so ein Rückblick von meinen letzten 2,5 Monaten. Und im Januar habe ich dann benutzt, um halt wieder richtig gesund zu werden und auch wieder ein bisschen Struktur reinzubekommen. Auch bei meinen Pflanzen. Denn als ich dann wieder zu Hause war, haben mich dann erstmal Tripse begrüßt. Das ist natürlich nicht so schön. Aber zum Glück hat sich der Befall sehr in Grenzen gehalten, was mir natürlich einiges an Nerven erspart hat, weil Tripse sind halt absolut der Horror für jeden Pflanzenbesitzer. In Thailand gibt es zum Beispiel auch viele Tripse, aber die werden dann halt einfach weggespült vom Regen, weil die in der Regel die Zimmerpflanzen, die wir hier haben, dort draußen halten aufgrund des Klimas und deswegen verursachen die gar nicht so einen großen Schaden wie bei uns hier. So, dann habe ich einmal die nächste Dionäa fertig. Auf jeden Fall sieht sie jetzt wieder richtig schön aus. Dann mache ich hier einmal komplett die Arbeitsfläche sauber, damit ich die anderen Pflanzen hier raufstellen kann. Kommen wir einmal zur nächsten Pflanze und zwar meiner Platycerium wielinckii Bacteria. Hier seht ihr sie einmal. Die hat seit der Botanica drei neue Blätter bekommen. Die habe ich mir ja von Mucho Plants geholt. Und das neueste Blatt ist das hier. Und das ist auch richtig schön flauschig. Auf jeden Fall finde ich sie super niedlich. Und sie sieht natürlich noch überhaupt nicht aus wie die adulte Form. Aber es ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe genügend Geduld und freue mich einfach, dass es ihr gut geht und sie wächst. Die bekommt jetzt nur einfach ein bisschen Wasser, weil sie keinerlei weitere Pflege benötigt, da es ihr gut geht.
So, das reicht schon aus. Und in der Regel bekommt sie einmal die Woche Wasser. Das reicht bei der Platycerium vollkommen aus. Kommen wir nun zu einer meiner absoluten Lieblingspflanzen bzw. Orchideen überhaupt, nämlich Coribas. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal in echt gesehen habt oder ob ihr vielleicht selber sogar welche besitzt. Auf jeden Fall finde ich sie unfassbar schön und ich zeige euch nochmal die Blüte. Das hier ist eine Coribas pictus und das hier ist eine Coribas icarinatus. Die braucht auf jeden Fall einen Haarschnitt, weil das Sphagnummoos so doll gewachsen ist. Und die Pictus braucht gerade gar keine Pflege. Die hat genügend Wasser. Und hier ist einmal die abgeblühte Blüte. Die habe ich hier schon ein bisschen entfernt. Ich werde das hier aber noch abschneiden. Und hier seht ihr einmal die momentane Blüte. Ich zeige euch die einmal näher. Auf jeden Fall ist sie super, super schön. Und ich freue mich wirklich jeden Tag darauf, die zu sehen. Die Blüte hält bei mir in der Regel so 1,5 bis 2 Monate. Ich denke mal, das ist der normale Durchschnitt bei der Coribas-Blüte. Kann natürlich auch länger sein. Hier seht ihr zum Beispiel die feinen Wurzeln. Und hier wächst auch eine lang. Auf jeden Fall sind die richtig, richtig toll. Ich habe die Pictus hier zum Beispiel mit einer oder zwei Knollen bekommen. Ich kann euch ja mal ein Foto zeigen. Und jetzt habe ich halt 4. Und so wie es aussieht, fühlt sie sich sehr, sehr wohl und wächst natürlich auch schon weiter. Und dann kommen wir einmal zu der Icarinatus. Der werde ich einmal einen kleinen Haarschnitt verpassen. Vor allen Dingen werde ich, glaube ich, dieses Blatt womöglich sogar abschneiden, denn sie hatte halt Tripse. Hier seht ihr einmal das Blatt, was komplett in Ordnung ist. Und ja, deswegen sieht die halt so ein bisschen beschädigt, lädiert aus. Die haben auch beide geblüht. Ich kann euch ja mein Bild von der Blüte einblenden. Auf jeden Fall auch eine super, super schöne Blüte. Und ja, die werde ich jetzt einmal schneiden. So, dafür nehme ich einmal meine Orchideenschere. Und schneide hier einmal so rundherum. Und versuche dabei natürlich nicht in die Wurzeln bzw. Austriebe zu schneiden. Das wäre natürlich sehr, sehr fatal. Aber man kann es eigentlich gut unterscheiden, was quasi Wurzel ist und was Austrieb ist bzw. Ausläufer. Bringt auf jeden Fall super viel Spaß, in so einen Sphagnumbusch zu schneiden, wie ihr sehen könnt. Ich mache sonst einmal eine Nahaufnahme davon. So, so sieht das Ganze dann fertig aus. Das Blatt habe ich jetzt noch dran gelassen, aber ich werde es wahrscheinlich wirklich abschneiden, weil es der Pflanze überhaupt nichts mehr bringt, da es halt so schon ein bisschen durchsichtig gelblich ist. Deswegen kommt es weg. So, Blatt ab. Hier seht ihr einmal das Sphagnummoos, was ich abgeschnitten habe. Das ist schon ein ganz schön großer Haufen. Dann werde ich noch die Figuren ein bisschen wieder hochheben. Meistens mache ich nämlich in meinen Terrarien oder meinen Pflanzen kleine Jibori-Figuren rein. Ich mag das total gerne. Ich weiß, dass es nicht der Stil von jedem ist, wenn man das so sagen möchte. Aber ich finde es ganz schön und der Pflanze schadet es nicht. Deshalb mache ich das einfach so. So sieht es jetzt fertig aus. Wenn ich den Kodama drauf lasse, fällt er nämlich immer um. Deswegen habe ich den einmal runtergenommen. Und jetzt ist es wieder schön. Und die Kuppel werde ich nur noch einmal auswischen.
weil natürlich die Kondensation verhindert, dass das Licht gut rankommt, und deswegen wische ich halt meine Terrarien immer ab und zu aus. Und so sieht es nun fertig aus. Das mache ich jetzt auch noch mal bei der Pictus. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr Corribas Orchideen findet. Ich finde sie auf jeden Fall super putzig. Und im Englischen heißen sie, glaube ich, sogar in der Umgangssprache Helmet Orchid. Das finde ich natürlich auch super knuffig. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass ich sie habe. Und ich freue mich natürlich, wenn sie weiterhin so gut wachsen und ich dann irgendwann so ein ganzes Terrarium voll mit kleinen Corribas habe. Jetzt sind beide fertig und die stelle ich einmal wieder zurück. Dann habe ich hier noch eine kleine Glaskugel. Da packe ich in der Regel Sphagnummoos rein, weil ich gerne solche kleinen Sphagnummoos-Kugeln haben möchte. Das schneide ich jetzt noch ein bisschen kleiner. Denn ich sammle verschiedene Sphagnummoos-Arten. Das hört sich jetzt erst wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich Moos total gerne mag. Und eigentlich hätte ich es lieber, wenn ich so ein Glasplättchen hätte zum Schließen. Aber da ich es nicht habe, benutze ich halt immer so einen Tesastreifen. Ist natürlich nicht ganz so schön, aber es erfüllt seinen Zweck. So sieht es dann einmal aus. Das klebe ich dann hier oben zu. Ich habe nur gerade keinen Tesafilm da. Und dann kommt es halt wieder zurück ins Regal. Ich habe jetzt, glaube ich, 7 verschiedene Sphagnummoos-Arten und die wachsen halt alle unterschiedlich. Manche sind halt rot, manche grün, manche langstielig, manche ganz kurz, manche sind auch ganz flauschig. Auf jeden Fall finde ich es ganz toll und ich hoffe natürlich, dass sich die Kugeln füllen und ich dann quasi so einen Sphagnummoos-Ball habe. So, dann mache ich einmal den Tisch wieder sauber. Dann kommen wir einmal zu meinen Tillandsien, die ich eingesammelt habe. Und zwar habe ich sie in ein Wasserbad gestellt. Die Schale kann ich jetzt sehr schlecht schräg halten, weil sonst das ganze Wasser natürlich rauskommt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Und die tauche ich dann in der Regel. Außer es handelt sich um, ich weiß nicht, ob man das so richtig sagt, bulbose Arten. Also zum Beispiel die Wavy Wonder. Denn bei denen ist es tatsächlich so, dass ich sie entweder kopfüber in Wasser stecke, sodass es halt bis zu diesem Ansatz hier geht und dann saugen sie sich voll. Oder ich lasse halt von oben Wasser rüberlaufen. Aber in der Regel nehme ich mir dafür ein hohes Gefäß und stecke sie dann so kopfüber unter Wasser. Das funktioniert ganz gut. Da lasse ich sie dann tatsächlich mehrere Stunden. Denn so kann sich die Tillandsie vollsaugen, ohne dass zu viel Wasser in die Zwischenräume gelangt. Denn das führt in der Regel dazu, dass sie anfangen zu faulen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist meine Kirchhoffianer. Die ist richtig schön grün und unten hier fast schwarz. Die hat 2 kleine Keindel und da freue ich mich richtig drüber. Und die kommt auch gleich ins Wasserbad, wenn ich die kleineren rausgeholt habe. Dann ist es Zeit, für die kleinen Tillandsien aus dem Bad rauszukommen. Ich benutze in der Regel ein Mikrofasertuch dafür. Und weil ich gerade eine Tischplatte habe, benutze ich nicht mein Abtropfblech. Und wie ihr sehen könnt, sind die richtig schön rehydriert. Auf jeden Fall super schöne Farben. Falls ihr irgendwelche Fragen zu den Arten habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr das auch. Das ist zum Beispiel eine graue Art, also eher eine trockenere Tillandsie. Und es ist halt super wichtig, dass sich kein Wasser hier unten sammelt. Deswegen stelle ich sie immer so kopfüber. Dabei solltet ihr natürlich darauf achten, dass nichts abbricht. Aber in der Regel passiert es mir nicht. Und am besten auch nochmal ausschütteln. Wie ihr sehen könnt, fällt da noch ordentlich Wasser ab. Und zum Tauchen benutze ich immer Osmosewasser mit ein bisschen Tillandsiendünger. Und das funktioniert super gut, da ich halt kein Regenwasser sammeln kann, da stark kalkhaltiges Wasser natürlich dazu führen kann, dass die Trichome von den Pflanzen verstopfen und sie somit keine Feuchtigkeit bzw. Wasser mehr aufnehmen können.
Die ist auch super knuffig, weil sie so klein ist. Und halt immer schön ausschütteln. So, das müsste es dann auch gewesen sein. Und wie gesagt, die Regenwald-Tilanzien können ruhig länger im Bad sein. Bei den trockenen Tilanzien ist es halt nicht so nötig. Jetzt kommt einmal meine Kirchhoffiana rein. Die wird aber ein paar Stunden da drin sein, deswegen werdet ihr das nicht mehr sehen, wenn ich sie rausnehme. Auf jeden Fall mag ich Tilanzien total gerne. Das sind jetzt noch nicht alle. Das Wässern dauert natürlich immer ein bisschen. Ich habe selber so um die 100 Tilanzien. Das klingt jetzt natürlich erstmal super viel, ist es aber gar nicht, weil die sich komplett so ins Gesamtbild einfügen und dadurch gar nicht so sehr auffallen. Auf jeden Fall sind sie auch von der Pflege her nicht allzu zeitintensiv, meiner Meinung nach. Ich habe sie zum Beispiel in Gruppen aufgeteilt, sodass ich jeden Tag ein paar meiner Tilanzien wässer bzw. besprühe. Und das funktioniert seit Jahren super gut, denn dadurch sieht man halt alle Tilanzien mindestens einmal in der Woche. Es sei denn, es handelt sich um die größeren Arten wie eine Xerographica, dann sieht man sie eh jeden Tag. Aber manchmal sind sie ja zum Beispiel auch so klein und dann kann man sie schnell übersehen. Aber dadurch, dass ich sie in Gruppen eingeteilt habe, funktioniert es super und denen geht es auch allen gut. Manche haben auch schon ein paar Keimel, wie zum Beispiel auch hier die Fanhingii. Auf jeden Fall super, super schön. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn mal wieder Sonne in meine Wohnung kommt. Denn dann gibt es ganz viele Tilanzien, die sich richtig schön rot färben. Das funktioniert meiner Meinung nach mit Sonnenlicht besser als mit künstlichem Licht. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Tilanzien mögt. Ich finde sie auf jeden Fall super, super toll. Die packe ich jetzt einmal zur Seite, damit sie richtig trocknen können. So, ich habe die Tischplatte einmal wieder weggeräumt und ich habe ja auf Instagram zum Beispiel noch gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt. Und da wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich mich mit der Vermehrung von Orchideen auskenne. Ja, tue ich, denn Orchideen gehören mitunter zu meinen ersten Pflanzen, die ich jemals hatte. Und je nachdem, um welche Orchideen es sich handelt und wie hoch der Erfahrungswert ist, würde ich natürlich auch unterschiedliche Vermehrungsmethoden empfehlen. Und in ein paar Wochen ist ja bereits die erste Mai Botanica in Rauten, also in den Niederlanden. Ich werde definitiv da sein. Das liegt aber eher nicht so an den Pflanzen, sondern eher an den Menschen, weil ich hoffe, dass ich da ganz viele liebe Menschen, die ich in den Niederlanden und in Belgien kennengelernt habe, wieder treffen werde. Denn für die ist es natürlich viel zu weit, zu der in Hamm zu fahren oder zu der in Ulm. Denn dieses Jahr findet die Mai Botanica ja insgesamt viermal statt. Ich habe selber nicht vor, auf alle vier zu gehen. Ich glaube, das ist eher so, damit man das besser aufteilen kann und jeder eine Botanica hat, die in seiner Nähe ist. Denn es ist natürlich sehr weit zu fahren und der Tag selber ist auch immer total anstrengend, weil ich persönlich bin nicht so der Mensch, der sich in Menschenmassen wohlfühlt. Und bin danach immer total gerädert. Ich glaube, das können viele von euch nachvollziehen. Deshalb werde ich wahrscheinlich nur zwei, aber maximal drei Mai Botanicas besuchen. Momentan ist ja so der Sprung von Winter zu Frühling und in der Regel topft man da ja sehr viel um. Falls ihr noch keine Umtopfmatte haben solltet, habe ich einen kleinen Einkaufstipp für euch. Und zwar gibt es bei IKEA gerade Umtopfmatten für 2,99 €. Das ist eine neue Kollektion, die heißt Dax Hues. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall sind die ganz gut. Ich hatte bisher noch keine, aber ich glaube, für Mietwohnungen bzw. für kleine Wohnungen ist es super geeignet. Ich blende euch einmal ein Bild ein, wo ich sie das erste Mal auseinandergefaltet habe und Toffi sie gleich in Beschlag genommen hat. Auf jeden Fall erfüllt sie ihren Zweck und ich kann bisher nichts daran bemängeln. Und falls ihr noch einen kleinen Ausflugstipp von mir haben möchtet, bis Ende der nächsten Woche gibt es im Botanischen Garten in Leipzig eine Orchideenschau. Da sind auch ein paar Händler, die dort Orchideen verkaufen. Da gibt es auch Abendführungen, die man dann online buchen kann. Und am Ende der Woche gibt es auch noch einen Vortrag zu Orchideen. Das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da hinfahrt oder eher nicht. In den nächsten Videos wird es einmal um Tilanzien gehen. Da wurde ich halt so angeschrieben, ob ich dazu mal ein Video machen könnte.
Und ich wollte euch noch ein Update zu meiner Rotstar-Vitrine zeigen, also meiner Anthurien-Vitrine mit meinen kleinen Leuchtpilzen. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben ja schon kleine Ausschnitte davon gesehen, aber noch nicht das Ganze. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und Toffi, einmal umdrehen. Dup, dup, dup. Toffi und ich wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald!